Hallo und willkommen zurück zu Monkey Island nach über einem Jahr. Besser später als nie. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, ich habe mal beschlossen, das Spiel endlich mal zu Ende zu spielen. Also ich habe das wirklich das ganze Jahr lang nicht mehr angerührt, weil immer irgendwas dazwischen kam. Und jetzt wollte ich das irgendwie zu Ende spielen und habe gedacht, okay, ja, machst du mal. Und dann habe ich es doch nicht gemacht. Und dann, ja, jetzt hänge ich hier und habe es tatsächlich wieder angemacht, wieder alles aufgebaut und will das zumindest hier einmal zu Ende spielen. Ich habe momentan so viele verschiedene Spiele angefangen. Ich habe auch wieder mit League of Legends wieder mehr angefangen. Und deswegen denke ich immer, so, jetzt nimmst du abends auf und machst es fertig. Und dann spiele ich League of Legends und verliere. Und dann denke ich, ja, jetzt mal lieber aufgenommen. Aber jetzt habe ich es endlich hingekriegt. Und jetzt, ich spiele das Spiel zu Ende. Irgendwann werde ich es schaffen. Und wenn ich nachher 80 bin, dann sollte ich das hoffentlich dann geschafft haben. Ich muss mir sogar mein letztes Video angucken, um zu schauen, wo ich überhaupt gewesen bin. Ich konnte das nämlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was überhaupt hier alles passiert ist. Und wir waren bei unserem Schwamm, den wir mit den Gang füttern müssen. Und sind beim vierten Gang. Und da hing ich auch das letzte Mal und habe das nicht richtig hinbekommen. Und dann habe ich einen netten Kommentar gekriegt unter meinem Video mit der Bemerkung Spoiler, und ich konnte nicht anders und ich habe es mir angeguckt. Das ist genauso wie, als würde man da einen Knopf hinmachen mit drück mich nicht, da würde auch jeder, glaube ich, drauf drücken. Nein, okay, ich habe es nachgelesen und ich wusste trotzdem erst nicht, wie es funktioniert, weil ich das so im Grunde genommen erstmal gar nicht richtig verstanden habe. Es lag auch daran, weil ich halt, wie gesagt, schon ewig nicht mehr gespielt habe. Jetzt mache ich es doch. Und auf jeden Fall habe ich es dann nochmal, bevor ich mich jetzt hier reinwage und wieder Ewigkeiten brauche, um überhaupt weiterzukommen und man sich zu Tode langweilt, habe ich schon mal offline nochmal gerade für 20 Minuten nochmal erstmal die nächsten Schritte ausprobiert. Damit, wie gesagt, wir auch ein bisschen weiterkommen und das Ganze hier auch langsam mal ein Ende findet. So, ich habe mich schon mal zu der roten Götterstatue gestellt, weil das nämlich die nächste Ausgangslage ist. Und ich wäre tatsächlich niemals, wahrscheinlich doch irgendwann vielleicht mal, aber sonst nie drauf gekommen, wie es überhaupt hier weitergeht. Im Endeffekt war das später nachher auch relativ klar und ich habe gedacht, ja, okay, macht doch irgendwie Sinn. Erster, zweiter, dritter, vierter Gang. Der Hauptgang wird nicht ohne Aufregung gehen. Nutze die Karte, um den sechsten Sinn zu sehen. Ja, genauso wie es da steht, ist es auch gemeint. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen, bei welchen, wie man die Karte dafür nutzen soll. Und jetzt weiß ich es. Also wir befinden uns hier an dieser roten Götterstatue. Und jetzt muss ich eben gucken. Und wenn man die Karte, jetzt muss ich schnell durchklicken, entsprechend faltet. So, ich glaube, wie hatte ich das vorhin gemacht? So? Ja. Entsprechend faltet. Dann ändert sich ja der Weg. Also der Weg passt sich ja entsprechend der Karte an. Wir befinden uns jetzt hier bei der roten Götterstatue. Also da. Und theoretisch sollte das uns jetzt zu einem Fragezeichen führen. Also zu einem unbekannten Ort. Und das ist nämlich auch Rätselslösung. So. Ich muss mich vorhin erstmal schon wieder mit der Steuerung vertraut machen, obwohl die gar nicht so schwer ist. Und da ist sie, die Truhe. Eine verschlossene Truhe. Es ist die mysteriöse Truhe der Weissagung aus der Hütte der Voodoo-Lady. Wer weiß, was für nützliche Voodoo-Geschichten sich in ihr verbergen. Aber viel wichtiger, wie kann ich sie öffnen, um das herauszufinden? So, ja, so einfach ist es letztendlich, in Anführungsstrichen. Also ich weiß nicht, ob ich da überhaupt ohne den Tipp aus dem Kommentar halt drauf gekommen wäre. Und selbst mit dem Tipp musste ich trotzdem erstmal gucken, wie ich soll die Lupe mit der Karte benutzen. Verstehe ich jetzt nicht. Habe ich doch schon die ganze Zeit gemacht. Was soll das? So macht es natürlich auch Sinn. Und wenn man dann wirklich die Karte nochmal durchliest und diesen vierten Gang, diese Bedeutung mit, ne, nutze die Karte, um es zu sehen, dann macht es tatsächlich im Endeffekt nachher auch Sinn. Und zwar sechsten Sinn.
Wir müssen die Truhe öffnen und ich würde das Ganze mit dem Haken machen. Sehen wir mal, was habe ich, das ich letztes Mal nicht hatte, als ich diese Truhe öffnen wollte? Den Haken. Au, blöder Haken. Ja, es ist nicht so einfach. Die Tarotkarten der Voodoo-Lady? Das ist alles? Ich verbiege das Material der Wirklichkeit für den blöden Trick einer Wahrsagerin? Okay, das ist ein ziemlich guter Trick. Das stimmt, das sieht sehr fantastisch aus. Und damit habe ich dann endlich... den vierten Gang fertig. Hoffentlich werden diese Flocken aus der Zukunft der Esponja einen sechsten Sinn geben, der mich davon abhalten wird, in solche Situationen zu geraten. Ich habe den vierten Gang fertig. Ich halte jetzt meine Daumen nach oben und zeige ein Superzeichen und bin froh, dass ich das endlich, das zumindest schon mal geschafft habe. So, dann 1, 4, 5. Dann haben wir noch 2 vor uns. 5, frisch geschwollen, ein Nachtisch ganz fein, eine Berührung so scharf wie ein Peil. Ich sollte das besser gut zusammenfalten und in meine Tasche stecken. Mach das. So, ach ja, wir müssen ja erstmal jetzt wieder weg. Hier kommen, kann ich auch so raus oder? Ja, Gott sei Dank. So, jetzt muss ich erstmal nochmal zu der Voodoo-Tante, glaube ich. Und erstmal nochmal nachfragen, was es jetzt mit dem fünften Gang auf hat. Das weiß ich gar nicht mehr. Sie gibt uns ja tatsächlich auch eigentlich Tipps. Aber ich fasse das nicht, dass ich jetzt zumindest das fertig habe. Nach über einem Jahr. Nein, ich habe ja natürlich nicht so lange dran gebraucht. Aber zumindest ist das schon mal erledigt. Ach ja, da ist sie ja. Hey, du! Schon wieder! Hallo? Threepwood. Hallo, altes Haus. Wege in diesem Fest der Sinne. In diesem Fest der Sinne. Was möchtest du wissen? So, erster Gang haben wir ja. Das ist der zweite, dritte, vierte, fünf. Der Schwamm will also einen großen Schock zum Dessert. Der Schwamm will also einen großen Schock zum Dessert. Ja. Gut. Also gut, erstmal. Machen wir mal ein bisschen Pixar hier. Versuch. Wie du? Ein Schock, also ein Elektroschock. Oder was für ein Schock? Ich vermute mal, es wird ein Elektroschock sein. Und dafür hätte ich eventuell auch schon eine Idee. Dafür gehe ich mal zu unserem Franzosen. Oder zumindest in sein Haus. Und ich kann mich vage daran erinnern, dass er... Hatte er nicht irgendwas Elektromäßiges hier? Genau daran habe ich gedacht, aber ach nee, vollautomatischer Schädelöffnungshelm. Ich weiß gar nicht, ist das elektrisch? Ich probiere das jetzt mal. Mal drunter halten, geht das? La Esponja Grande Nein. ist nur gut für das Aufsaugen von Voodoo, wie die Pocken. Und schon wieder weiß ich nicht, wie es weitergeht. Bild. Aber sonst hat er hier nichts Elektronisches, ne? Elektrisches Gerät. Das muss während des Kampfs zwischen Morgan und des Cinch kaputt gegangen sein. Ich hoffe nur, die Maus entkam. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir es nicht benutzen können. La Esponja oder? Grande ist nur gut für das Aufsaugen von Voodoo, wie die Pocken. Entweder müssen wir das jetzt reparieren. Das wäre natürlich Müll oder Blüht. Weil dann hänge ich nämlich wieder fest. Okay, ich gehe erstmal raus. Wusste das. Oh Gott, das sieht aber komisch aus. Hier hinten war, glaube ich, auch nichts, ne? Ah ja, die Mieze. Stimmt. Das kenne ich. Jetzt erinnere ich mich wieder an die Mieze. Okay, hier ist nichts. Hemlock, McGee und seine Mietz. Da kommen wir, glaube ich, nicht rein, oder? War das jetzt so? Hallo? Hallo, Unwissender auf der Straße. Was willst du? Okay, ich glaube, hier kommen wir auch nicht weiter. Ich weiß gar nicht, im Gerichtsgebäude kann ich mir ehrlich gesagt nichts
Quatsch, elektronisches Feuer. Vielleicht bei Stan, aber da kommen wir, glaube ich, nicht rein. War das nicht so, dass man da auf jeden Fall nicht rein kann? Also, dass man hier nicht reinkommt? Irgendwas sagt mir, dass ich Stans lebhafte Einrichtung... Nö. Der hat, glaube ich, auch nichts, ne? Was hatten wir noch? Hallo? Du sollst ich da rein? Ich kann doch nicht heißes Seku-Öl mit bloßen Händen anfassen. Ich habe nicht gesagt, du sollst Seku-Öl anfassen, sondern bitte die Türe öffnen und den Raum betreten. Danke. Toilettentür. Ich muss mich gerade nicht erleichtern. Außerdem war der Typ mit dem Handtuch irgendwie komisch. Huch. Ich weiß gar nicht, was mit der Ollen war. Krebs. Krebs. Huch! Moment mal. Der Teppich? Ist das Teppich? Ja. Hm. Sie haben sich wohl entschieden, den Teppich nach der Reinigung innen auszulegen. Wow. Okay, und wenn ich jetzt La Esponja Grande mit dem Teppich benutze? La Esponja Grande ist nur gut für das Aufsaugen von Voodoo. Ach Mann, ehrlich? Ja. Oh, kribbelnd. Hey, was ist das? Ne. Ah, das war also das schockierende Dessert. Ja, 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 juhu. So, fein. Dann haben wir den... fünften Gang fertig. Was sagt denn fünfter? Das ist der sechste. Sechster Gang. Das Mal beendet, ein befreiender Schrei und ein lauter Rübser sei auch dabei. Ich sollte das besser gut zusehen. Ja, ja, mach das. Rübsen kann ja nicht allzu schwierig sein, oder? Au. Oh. Also gut, Senor Esponja. Ah, okay. Nicht so, Grande. Das waren fünf Sinne. Einen haben wir noch. Wo kann ich nur ein lautes Geräusch für einen Rülpser nach dem Abendessen finden? Es gibt auf Flotsam Island nur eines, das so ein Geräusch machen kann. Alouette ist der ewig Leben. Alouette, Immortalité. Wer wird ewig leben? Moi. Wer wird die Natur erobern? Moi. Alouette, ich werde ewig leben. Alouette, Immortalité. Ha, ha! Oh, kämpfe wie ein Mann, du schnupftopak-schniefender Landlecker! Du hast die Dame gehört, The Singe. Guybrush, raus hier! Finde deinen eigenen Schatz! Dieser hier gehört mir! Ah, der glückliche Threepwood-Piraten-Clan. Was soll ich noch machen? Oh, ich weiß. Oh, Muschelmist. Ha, wie konnte ich nur einen Langweiler wie dich heiraten? Weißt du, wenn ich dich erstmal von den Pocken geheilt habe, wegen denen du diese gemeinen Sachen sagst, wirst du mir ganz schön viele Küsse schulden. Ich würde dich nicht mal mit seinen Lippen küssen, Schiffsjunge. Ich unterbreche diesen Hausfrieden ja nur ungern. Aber ich muss meine Maschinen noch einstellen, bevor die charmante Madame Threepwood ihre Reise in die Geschichte der Wissenschaft antreten kann. Keine Sorge, Butterblume. Wenn ich erst La Esponja Grande in dieses laute Dingsbums kriege, sind unsere Probleme gelöst. Ja, nun, versuche einfach etwas leiser zu sein, ja? Wenigstens hoffe ich das. Was hat er denn bitteschön für einen komischen Turban mit unserer Hand auf? Das sieht ja... Was? Oh, er hat den Papagei! Ui, das war laut. Ich habe gerade heimlich mitgeschwungen, als er Alouette gesungen hat. Pyrit! Ich kann nicht glauben, dass dieser dumme Papagei einen Weg zurück in mein Leben gefunden hat. Ich bin Skyfest, mächtiger Pirat! Oh, ich kann einfach nicht wütend auf dich sein. Er ist so süß. Hör auf, da hinten zu klimpern, das stört. Einmal mit Wasser. Was ist das? Das
ist ein Eimer Wasser. Ja, das ist doch schön. Ist gut, dass dein weißes Make-up da an, dass der Rand schön zu sehen ist. Kein tolles Gerät. Oh, halt die Klappe da hinten. Und du, hör auf zu fuchteln. Erzähl mal, was hast du so getrieben, während ich versucht habe, deinen wohlgeformten Hintern zu retten? Ich war unterwegs und habe die Säbel rasseln lassen und nach Schätzen gesucht, wie es sich für einen echten Piraten eben gehört. Okay, ich weiß, das liegt an den Pocken, aber dennoch. Autsch. Ich glaube, sie hat andere Sorgen. Ich glaube nicht, dass es an den Pocken liegt. Mach dir keine Sorgen, mein Engel, Gesicht. Alles wird wieder gut, sobald ich La Esponja Grande in dieses laute, antike Dingsbums werfe. Dann hör auf, dumm zu labern und sag es, du Kauderwelsch, quasselnde Qualle! Meine Güte, ist die aggro. Sobald ich dich geheilt habe, sollen wir LeChuck aus dem Gefängnis holen. Sobald ich dich geheilt habe, sollten wir LeChuck aus dem Gefängnis holen. Dieser rückgratlose Musterknabe soll doch verrotten. Und dann brauchst du erstmal eine ordentliche Gesichtscreme. Was mit der Voodoo-Lady? Hast du schon gehört? Die Voodoo-Lady hat uns all die Jahre über an der Nase rumgeführt. Ich habe dieser durchtriebenen Meereshexe ohnehin nie vertraut. Die Cinch hat Morgan getötet. Oh, das wird sie bestimmt total in Mitleid stützen, weil ich weiß, gab es nämlich eine Keiferei zwischen den beiden. War das nicht so? Die Cinch hat Morgan getötet. Hat er das? Nun, vielleicht ist dieser käseessende Affe doch nicht so schlecht, wie es schien. Ich wusste es. Schön locker bleiben. Ich hab das hier. Kann ich das denn einfach da rein... Wahrscheinlich ist es nicht so einfach. Kann ich es da reinschmeißen? Theoretisch. Schweiß. Oh, Piri. Was? Nein. Ein fliegender Porifera? Hey, gib das zurück. Ich soll meinen Moment des Triumphs wegen deines langweiligen Voodoo-Unsinns aufs Spiel setzen? Das glaube ich nicht. Moment des Triumphs? Ja. Mit meinem Harpsichronitron habe ich die einzigartige harmonische Frequenz gefunden, mit der ich Materie pulverisieren und über die Meere verbreiten kann. Schau nur! Ich bin Skyper Streetwood, mächtiger Pirat! Ich bin... Pirat, nein! Erstmal danke. Das Ding hat schon angefangen, mir mächtig auf die Nerven zu gehen. Zweitens bist du verrückt, wenn du glaubst, dass du mich da reinkriegst. Okay, verrückt. Herr. Sie? Ich will sie nicht. Es sind die Moleküle ihrer Frau, die ich über alle Meer verschmieren will. Versuch es doch, du Weichei! Warum sie? Wegen ihrer Pocken, sie Trottel! Sie hat die gleiche, einzigartige Art von Pocken, die sie einmal hatten. Die gleiche, die durch ihre fantastische Hand floss. Die gleiche, die ich in meinen fantastischen Jus de Vie distilliert habe. Mein linkes Händchen. Leider enthält eine einzige Hand nur so viel des Threepwood-Bakterienstamms, um daraus nur ein paar Schlückchen Jus de Vie herzustellen. Selbst wenn ich ihre geliebte Biest auf die Knochen aussaugen würde, würde ich nur ein paar Fässchen des Jus bekommen. Ich hau dir eins aufs Fässchen! Nein. Wenn ich einen immerwährenden Stamm des Jus de Vie haben will, muss jeder Pirat auf der Welt dem Threepwood-Stamm ausgesetzt werden. Also, Madame Threepwood, bitte einen Moment stillhalten. Ich werde es so schmerzlos wie möglich machen. Wie nett. Mach ich aber nicht. Oh! Wow. Sie hat die Macht des Jus de Vie. Ach, du großer Gott. Das ist ein Eimer Wasser. Eigentlich habe ich ja keine Zeit zum Lachen, aber ist trotzdem gut. Venusmuschelfalle? Ich glaube nicht, dass das ohne eines dieser Seepferdchen-Dinger aufgeht. Wie schade, dass ich meins verloren habe. Was für ein Zufall. Das Cinch, ganz fürs Gerät. Das Cinch, kann ich mit ihm sprechen? Hey, the monkey! Was denn? Sie werden Elaines Schwert nie bekommen. Sie sehen sehr beschäftigt aus. Warum lassen Sie mich nicht den Schwamm halten? Wenn das klappt, bestimmt. Du scheinst die Hände handvoll zu haben. Warum gibst du mir nicht den Schwamm für eine Minute? Für wie dumm halten Sie mich eigentlich, Threepwood? Ist das jetzt eine Fangfrage?
Vielleicht nicht für dumm, aber für ziemlich hässlich. Wenn sie mit Elaine fertig sind, dann vielleicht ist dann vielleicht trocken für Gentleman-Meeting. Ja, machen wir mal. Nachdem du meine Frau pulverisiert hast, könnte ich da vielleicht einen kleinen Schluck deines Jude-Wie bekommen? Nimm das jetzt nicht persönlich, Liebling. Du siehst einfach irgendwie erledigt aus. Und für meine kommenden Vorhaben könnte sich die Unverwundbarkeit als vorteilhaft erweisen. Ich zeig dir gleich, wer von uns beiden erledigt ist. Oh. Wir haben sie wütend gemacht.